Hier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass wir heute über einen Antrag zur Klimaanpassung sprechen. Denn wenn uns in diesen Tagen mit Sicherheit der Krieg in der Ukraine und auch die Folgen der Pandemie umtreiben und die politischen Debatten dominieren, dann ist es doch auch tatsächlich so, dass wir im letzten Jahr Tote zu beklagen hatten. Tote im Ahrtal, weil dort die Folgen des Klimawandels für uns in erschreckender Weise sichtbar geworden sind. Und da hätte es vielleicht auch den Kollegen auf der rechten Seite des Hauses mal klar werden müssen, der Klimawandel ist existent und er ist in Deutschland und die Folgen sind auch schon bei uns tagtäglich zu spüren. Wir sprechen von Hitze, wir sprechen von Starkregen, wir sprechen von anderen schrecklichen Ereignissen. Und deswegen, ja, Sie sind ja der größte aller Experten, ja. Deswegen ist es ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen. Und deswegen ist es auch in gewisser Weise gut, dass die Union einen Antrag vorgelegt hat. Aber Frau Kollegin Weisgerber, also ich war bei den Koalitionsverhandlungen dabei und ich kann Ihnen versichern, das Wahlprogramm der CSU war nie Thema. Also deswegen reklamieren Sie das gerne bei Ihren Leuten für sich, dass Sie das Thema aufgebracht haben. Aber es gibt bereits seit langem eine Klimaanpassungsstrategie, die muss dringend überarbeitet werden. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns das vorgenommen und wir haben auch ein Klimaanpassungsgesetz, in dem endlich mal konkrete Maßnahmen beschlossen werden, die helfen werden, uns auf die Fahnen geschrieben. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Im nächsten Jahr wird das vorgelegt werden. Aber seien Sie sich sicher, dass das gelingen wird. Und da kann ich Sie beruhigen. Es gibt auch schon ein Sofortprogramm, das die Ministerin Lemke vor 4 Wochen, glaube ich, vorgestellt hat, das im Zentrum hat die Ertüchtigung der Kommunen. Denn das ist ja offensichtlich, wir können diese riesige Aufgabe nicht als Bundesebene stemmen und die Kommunen können sie auch nicht allein stemmen, sondern wir brauchen den Aufbau von Know-how und genau das passiert in diesem Sofortprogramm und dann wird auch das Gesetz kommen, mit dem wir die Kommunen unterstützen. Und in meiner Heimatstadt zum Beispiel passiert es jetzt schon ganz konkret. In Fürth werden Starkregengefahrenpläne Karten entwickelt, man macht einen Hitzeaktionsplan, man kümmert sich um Konzepte zur Entwicklung einer Schwammstadt. All das ist am Laufen und deswegen ist es gut, dass dieses Sofortprogramm diese Maßnahmen unterstützt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle Klimawandel, Klimafolgen und die Artenkrise nicht gegeneinander ausspielen. Es sind nicht nur zwei Seiten einer Medaille, sondern es ist sogar genau die gleiche Vorderseite dieser Medaille. Wir müssen die Synergieeffekte, die wir bei Vorsorge und bei der Bekämpfung der Klimafolgen nutzen und heben. Und deswegen, da sprechen wir über Renaturierung von Mooren, da sprechen wir über Wiederaufforstung, da sprechen wir über natürlichen Klimaschutz. Wir sprechen allerdings nicht darüber, wie man Wölfe auf Almen am besten abschießen kann, weil es keinen sinnhaften Zusammenhang gibt, Frau Kollegin, zu einem Hochwasserereignis zum Beispiel in einem anderen Teil der Republik. Deswegen 4 Milliarden hat sich diese Koalition vorgenommen, werden wir in den nächsten Jahren in den natürlichen Klimaschutz investieren. 4 Milliarden, das sind 4 Milliarden gute Argumente, die wirklich deutlich machen, dass es ein ernsthaftes Bestreben ist, dass wir bei der Bekämpfung des Klimawandels, aber dass wir auch bei der Bekämpfung der Folgen des Klimawandels es ernst meinen. Und es wird gut investiertes Geld sein, viel besser investiert als die Mühe, die Sie in den Antrag hineingesteckt haben. Und wenn ich jetzt noch 50 Sekunden Zeit habe, dann möchte ich nur in Ihre Richtung sagen, ich habe mich sehr gefreut über den gestrigen Tag, als die Betonköpfe in der CSU-Landtagsfraktion die Aufweichung der unsäglichen 10H-Regel zugestimmt haben. Das ist eine gute Nachricht, aber seien Sie sich gewiss, wir werden genau gucken, ob der Ankündigungsministerpräsident da nicht wieder heiße Luft vom Stapel gelassen hat, sondern ob dann auch in der Umsetzung dieser Ankündigung dann auch wirklich Taten folgen. 800 Windräder hat er in Aussicht gestellt in Bayern. Das wäre tatsächlich ein Schritt nach vorne. Ich stelle noch die Frage,
Warum schafft man es nicht ganz ab, die 10-H-Regel? Aber das hat wahrscheinlich parteiinterne Gründe. Wir werden uns das ganze Thema genau anschauen. Im Zentrum der Klimawandelbekämpfung und auch der Anpassungsstrategie steht der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das werden wir kraftvoll vorantreiben. Ihren Antrag werden wir überweisen. Wir haben dann im Ausschuss ausreichend Gelegenheit, da noch viel, viel, viel dran zu verbessern. Alles Gute. Danke.